Ja, hallo, mein Name ist Stefan Köhler von LRP Elektronik. Ich begrüße Sie vom HPI-Messestand auf der Nürnberger Spielwarenmesse 2012. Wir schauen uns jetzt die wichtigsten Neuheiten im Bereich von HPI an. Mein besonderer Favorit, und mit dem wollen wir auch gleich starten, ist der Apache Flux. Das ist ein Auto im Maßstab 1:8 mit dieser wunderschönen, detailliert gemachten Karosserie eines Wüstenbuggys im Stil der Bayer 1000, die in Amerika immer läuft. Hier hinten mit zusätzlichem Reserverad drauf im Original-Look. Die Karosserie ist relativ einfach abzunehmen. Wir haben hier einen Brushless-Antrieb drin, HPI-Flux-System mit einer 4S-Lipo-Geschichte und haben den Fahrtenregler hier oben unter dem Reserverad. Das Wichtige bei dem Auto ist, wir haben hier, wie ich finde, absolut Killer-Looks, also sieht ganz toll aus, aber auch das Fahrverhalten, auch auf einer Rennstrecke sogar oder beim Bashen, ist ganz toll, weil wir als Basis praktisch den Hot Bodies D8 haben, also das Weltmeister-Auto, beziehungsweise auch der HPI Forza, hat ja dieselbe Lenkgeometrie. Die tolle Optik setzt sich weiter bei dem Bruder. Das ist dann der Apache als Short-Course-Truck. Auch mit Flux, auch im Maßstab 1:8. Mit dieser wunderschönen großen Karosserie. Und hier innen drin im Prinzip die gleiche Technik. Der Fahrtenregler sitzt nicht oben, sondern sitzt hier auf dem Chassis, sodass wir eine etwas breitere Chassiswanne haben. Aber auch hier die bewährte Technik vom Hot Bodies D8 Weltmeisterwagen. Ja, ebenfalls neu bei HPI ist der WR8, der als World Rally Car daherkommt. Hier oben sehen wir das Originalauto, mit dem HPI das extrem tolle Video gemacht hat. Das ist das Originalauto der Filmaufnahmen. Und hier unten sehen wir es dann in sauber und geputzt. Hier haben wir einmal die Variante mit Verbrennungsmotor. Da ist ein 3-Kubik-Motor drin. Das ganze Auto ist im Maßstab 1:10. 399 Euro ist hier die UPE. Später im Jahr wird der WR8 auch mit Elektroantrieb kommen, also als Flux. Hier noch zu sehen mit der jungfräulich weißen Karosserie wie bei Rallye-Weltmeisterschaft Trainingsautos. Und ja, die Basis ist der bekannte HPI Flux-Antrieb und das ist ein Maßstab 1:10, maximal 3S Lipo, um dieses Auto zu Höchstleistungen zu bringen. Ja, die Karosse hier ist Ihnen sicherlich bekannt, das ist der Bayer 5 Short Course Truck, aber das Auto darunter, das ist ganz neu. Unter dieser riesigen Karosserie im Maßstab 1:5 kommt der neue HPI 5 Super SC zum Vorschein mit Brushless-Antrieb. Zwei Akkus, 3S und noch ein 3S für den 6S-Antrieb. Und ja, von der Größe her wie der Bayer und damit ein neuer, riesengroßer Meilenstein im Elektrosegment. Ja, der Super 5 Short Course Truck ist aber nicht das einzige Großmodell, was es bei HPI ab sofort oder besser gesagt ab Sommer mit Elektroantrieb geben wird. Das nächste Modell ist der Bayer 5B, der ja als Benzinmotor mit 26 Kubik Hubraum bekannt ist. Hier in der Brushless-Variante mit einem Original Castle Creation System mit Regler und Motor. Und der Knaller ist, hier reden wir nicht nur über 6S-Antrieb, der ist möglich, aber genauso möglich ist der Antrieb mit 8S. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, wie das ganze Thema dann vorwärts geht. Eine weitere wichtige Neuheit, mit der sich HPI hier auf der Messe erneut als Vorreiter im Bereich RC-Modellbau präsentiert, sind die neuen Benzinmotoren im Maßstab 1:8. Und mit Benzin meinen wir nicht das bekannte Nitro-Gemisch, sondern den normalen Sprit, den man an jeder Tankstelle kaufen kann. Wir haben definitiv ein wesentlich problemloseres Laufverhalten, haben geringere Kosten und ja, all die Vorteile, die die Motoren, die bisher den 1:5er Großmodellen vorbehalten waren, üblicherweise bieten. Als erstes wird kommen der Savage XL, den sehen Sie hier mit eingebautem Motor, großem Auspuff und
der passt sich hier sehr gut ein. Ein weiteres technisches Feature dieses Motors ist die sogenannte externe magnetfeldgesteuerte Zündung. Wir haben hier bei dem Motor eine weitere Box bei, die von einem Sensor, der hier am Motor vorne bei der Kurbelwelle sitzt, die Informationen bekommt. Die Box wird an den Empfänger angeschlossen und hält den Motor am Laufen. Ja, HP zeigt auf der Messe weitere Einbaumöglichkeiten für den neuen 1:8er Benzinmotor, wobei noch nicht ganz sicher ist, ob jede dieser Varianten auch wirklich in die Serie übernommen wird. Hier wäre die Variante, ihn in einem Hotbodies D8 Tragi zu verbauen. Das jetzt in dem Super 5 Short Course, den wir eben noch als Elektroantrieb gesehen haben, mit 6S Fluxantrieb, hier auch die Möglichkeit, den 1:8er Verbrennungsmotor mit Normalbenzin betrieben zu verbauen. Ja, unter anderem feiert HP auf dieser Messe auch 10 Jahre den HP Savage. Haben hier extra nochmal das Urmodell ausgestellt, den Savage 21 RTR, der in 2002 auf den Markt gekommen ist, und feiern diese 10 Jahre mit dem Jubiläumsmodell einer Special Edition, Limited Edition. Limited von daher, als dass wir in Europa nur 1000 Stück auf dem Markt haben werden und die Autos auch als besonderer Clou mit einer Seriennummer auf dem Chassis ausgezeichnet sein werden, um ganz klar zu zeigen, welches Auto, welches Modell hier vorliegt. Die Ausstattung von dem Auto ist ganz exorbitant gut. Wir sehen zum einen die Dodge Charger Karosserie, die serienmäßig mitkommt. Als Reifen sind auch die klassischen Savage Reifen wieder montiert und ansonsten alles, was die Tuning-Palette momentan zu bieten hat. Ja, des Weiteren ein richtiges Full-RTR-Set, wo also von Rotostart über Rotostart-Akku, über Ladegerät für Rotostart-Akku, Tankflasche, Glühkerzenschlüssel, alle Batterien, die notwendig sind. Also ein richtiges Ready-to-Go-Paket zum Jubiläum des Savage. Weitere Neuigkeit auf dem Savage-Bereich ist der Savage XS in einer SS-Version zum selber zusammenbauen. SS ist ja bekannt, bei HPI steht für Supersport. Das heißt, es sind Modelle, die als Kit geliefert werden, die man selber zusammenbaut und die mit extrem vielen Tuningteilen kommen. Der Savage XS Flux als RTR ist ja schon länger bekannt und war eigentlich der Verkaufsstar des Jahres 2011 über lange Strecken nicht verfügbar wegen der extrem großen Nachfrage. Und auf diesem Erfolg aufbauend, jetzt also der XS als SS, der ohne jede Elektronik kommt, mit klarer Karosserie, mit den Tuning-Öldruckstoßdämpfer höhenverstellbar und diversen anderen Tuning-Teilen als Bausatz für die Savage XS-Fans.